Reisnudeln mit Krebsfleisch. Für 4 Portionen 150 Gramm Reisfadennudeln 750 ml Hummerfond, FP, 2 bis 3 Ei Ingwersaft, 2 bis 3 Ei Sojasauk, etwas Zitronenpfeffer, 300 Gramm Flusskrebsfleisch, 2 Eier. Zubereitungszeit, ca. 20 Minuten, 570 Kilokalorien / 2396 Kilojoule. Die Nudeln in ausreichend warmes Wasser legen, bis sie weich sind. In ein Sieb geben, gut abtropfen lassen und mit kaltem Wasser abspülen. Den Hummerfond zusammen mit dem Ingwersaft, der Sojasauke und dem Zitronenpfeffer im Wok erhitzen. Die Nudeln bei milder Hitze darin 3 bis 5 Minuten garen. Das Krebsfleisch dazugeben und erwärmen. Die Eier verquirlen und langsam in die Reisnudelmischung hineingießen. Bei milder Hitze ca. 1 Minute unbekanntes Zeichen Tee stocken lassen und dann vorsichtig umrühren. Die Suppe in Schälchen anrichten und servieren. Basilikum und Kaffee-Ei mit 600 Gramm Seezungenfilet, 400 Gramm Karotten, 2 Kaffee-Limetten, 1 Ei Austernsoße, 2 Ei Fischsoße, 4 Ei Pflanzenöl, 3 Ei Sojasauke, 1 Bund Thai-Basilikum. Die Seezunge waschen, gut trocken tupfen und in 3 cm lange Streifen schneiden. Die Karotten waschen, putzen, schälen und der Länge nach halbieren, dann schräg in feine Scheiben schneiden. Die Kaffee-Limetten in dünne Scheiben schneiden. Die Seezungenstücke mit Austern und Fischsoße 30 Minuten marinieren. Das Öl im Wok erhitzen, die Karottenscheiben langsam darin garen. Die Kaffee-Limettenscheiben und die Fischstücke dazugeben, vermischen und etwa 2 Minuten braten. Zum Schluss mit Sojasauke ablöschen und den gezupften Thai-Basilikum untermischen. Hirse. Für 4 Portionen 1 Kilogramm Thunfischfilet 250 ml Reiswein 3 L Sojasauke 2 Ei gehacktes Zitronengras 2 Ei grüne Currypaste, FP, 3 Ei Kokosmilch 6 Ei Sesamöl 100 ml Asirafond 250 Gramm Tomatenpüree 1 Bund Frühlingszwiebeln 1/2 Bund Thai Basilikum 1 Ei Zitronensaft Salz Pfeffer je 1 Tee je Ingwer Senf und Anispulver 3 L Fischsoße, FP, 4 L Kokoscreme 8 getrocknete Garnelen Zubereitungszeit, ca. 20 Minuten. Plus Zeit zum Marinieren, 816 Kilokalorien / 3427. Das Fischfilet waschen, trocknen und in Würfel schneiden. Reiswein mit Sojasauke, Zitronengras, Currypaste, Kokosmilch und Sesamöl in einer Schüssel verrühren. Den Fisch ca. 30 Minuten marinieren lassen. Den Fond im Wok erwärmen und das Tomatenpüree dazugeben. Die Frühlingszwiebeln putzen, waschen und klein schneiden. Das Thai-Basilikum waschen, trocknen und in Streifen schneiden. Beides mit Zitronen unbekanntes Zeichen Saft unter den Fond rühren und ca. 6 Minuten bei geringer Hitze köcheln lassen. Mit Salz, Pfeffer, Ingwer, Senf und Anispulver, Fischsoße und Kokoscreme abschmecken. Die getrockneten Garnelen fein hacken und ebenfalls unterrühren. Weitere 3 bis 4 Minuten köcheln lassen. Für 4 Portionen 125 ml Hummerfond 4 L fermentierte schwarze Bohnen 750 Gramm rohe, ungeschälte Tigerbraten 7 L Austernsoße 2 L Fischsoße FP, 2 getrocknete Ankobis 5 L helle Sojasauke 2 L Kilisauke, FP, 300 Gramm Sihitake-Pilze 2 rot-gelbe Habanero's 300 Gramm Schlangenbohnen einer Bittergurke 5 L Sesamöl 2 L rote Currypaste, FP, 3 L Kokoscremesalz Pfeffer 4 Ei Erdnussöl 3 L Sesamsalat. Zubereitungszeit circa 50 Minuten 531 Kilokalorien / 2231 Kilojoule. Tigerbraten sind in der thailändischen Küche sehr beliebt. Den Namen eher unbekanntes Zeichen hielten sie aufgrund der Streifen auf dem Panzer, die an Tigerfell erinnern. Den Hummerfond erhitzen und die Bohnen darin circa 30 Minuten unbekanntes Zeichen Tee einweichen. Die Braten waschen und trocknen.
Austernsoße mit Fischsoße verrühren und die zerbröselten Ankobis unterrühren. Sojasauce und Chili unbekanntes Zeichen Soße ebenfalls unterrühren. Die Brafens darin circa 30 Minuten marinieren lassen. Die Pilze purzeln, waschen und in Stücke schneiden. Die Habaneros waschen, längs halbieren, endunbekanntes Zeichen kernen und in Stücke schneiden. Die Schlangenbohnen purzeln, waschen und klein schneiden. Die Bittergurke purzeln, waschen und in Scheiben schneiden. Das Sesamöl erhitzen und das Gemüse darin andünsten. Die Currypaste und die Kokoscreme unterrühren. Mit Salz und Pfeffer unbekanntes Zeichen verwürzen. Das Erdnussöl in einem Wok erhitzen und die Brafens darin circa 4 Minuten braten. Die Sesam unbekanntes Zeichen Saat dazugeben. Die Brafens mit dem Gemüse auf Tellern anrichten unbekanntes Zeichen hin und servieren. Hans für 4 Portionen 125 Gramm Mehl 1:1-2L Zucker 1:2 Ti Schmalz 1 Apfel 1 Birne 1 L Zitronensaft 4 Pfirsichhälften aus der Dose 1 Babybananas 2-3L Honig 1-2L Zimt Zucker 2-3L gemahlene Mandeln. Das Mehl in eine Schüssel 7:1-2L Zucker dazugeben. 50 ml Wasser leicht erwärmen und zusammen mit dem Schmalz unterrühren. Alles zu einem einheitlichen Teig verkneten. Den Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche hauchdünn ausrollen und anschließend in 12 gleich große Quadrate schneiden. Den Apfel und die Birne schälen, entkernen und fein raspeln. Sofort mit dem Zitronensaft beträufeln. Die Pfirsiche in ein Sieb geben, gut abtropfen lassen und in kleine Würfel schneiden. Die Ananas schälen, den Strunk entfernen und ebenfalls in kleine Würfel schneiden. Den Honig mit dem Zimt, Zucker und den gemahlenen Mandeln unbekanntes Zeichen Dellen verrühren. Das Obst dazugeben und die Mischung in die Mitte der Teigquadrate geben. Die vier Ecken hochnehmen und oben zusammendrehen. Die Wontons in ein Dampfkörbchen setzen. Ausreichend Wasser mit dem restlichen Zucker im Wok zum Kochen bringen. Die Körbchen hin unbekanntes Zeichen einsetzen und zugedeckt bei milder Hitze ca. 10-12 Minuten garen. Die Wontons auf Tellern anrichten und servieren.